Meißen in Sachsen. Demonstration der Initiative Heimatschutz. Sie ziehen gegen Flüchtlinge auf die Straße. Ich beschuldige, liebe Freunde, unsere Politiker des Völkers an uns Deutschen. Das Klima ist aggressiv. Handgreiflichkeiten gegen Journalisten. Hey, nimm die Hand weg, meiner Kamera. Sag mal, geht's oder? Nimm die Hand weg. Zwei Straßen weiter. Gegendemonstranten von Meißen bleibt bunt. Der Hass richtet sich inzwischen auch gegen sie. Flüchtlingshelfer und Nazi-Gegner sollen eingeschüchtert werden. Ein Drohbrief kursiert. Der Volkszorn wird über euch kommen und wir werden euch ausrotten. Auch Pfarrer Bernd Oehler wird in dem Drohbrief genannt. Es ist bedenklich und man muss immer damit rechnen, dass irgendeiner mal auf die Idee kommt, sich als Held zu erweisen, indem er dieser Angst dann auch noch Nachdruck verleiht. Ne? Ingolf Brumm musste erfahren, wie Drohungen in Gewalt umschlugen. Im Sommer sollten Flüchtlinge in sein Haus einziehen, doch Unbekannte steckten die Unterkunft in Brand. Die Schäden sind bis heute sichtbar. Das kann man nicht mit kriminell bezeichnen. Das ist, sind doch keine besorgte Bürger, das ist bewusst gezielter Terror. Die Definition vom Terror ist ja bekannt. Ja, Verbreiten von Angst und Schrecken, Androhung und Anwendung physischer, psychischer Gewalt. Mit dem Ziel, andere gefügig zu machen. Und das genau passiert hier. Ingolf Brumm will sich nicht einschüchtern lassen, macht weiter. Ganze Ordner füllen die Drohungen der Neonazis. Sogar ein Kopfgeld haben sie auf ihn ausgesetzt. Ich war schon enttäuscht. 3.000 Euro, das ist nicht allzu viel. Das Bundeskriminalamt zählt aktuell 715 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte deutschlandweit. Dreimal so viel wie 2014. Die Gewalt kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Wenn 10-12% sagen, dass Gewalt unter gewissen Umständen legitim ist und diese Menschen nicht aus dem extremistischen Milieu kommen, dann haben wir eine Verschiebung von politischen Überzeugungen hin mehr zu Aggression. Wachsende Aggression gegen Flüchtlinge und Helfer. Nachfrage beim Hauptredner in Meißen. In den Vortagen des Bürgerkriegs, ja, es ist eine unheimliche Unruhe in beiden Seiten. Ja. In den Vortagen des Bürgerkriegs kann alles passieren. Bürgerkrieg. Wer das beschwört, der schafft selbst ein Klima der Gewalt.